Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Golden Sun. Beim letzten Mal haben wir versucht, zur Quelle zu kommen. Ah, und es geht fröhlich weiter mit Monsterbegegnungen, aber wir machen uns vom Acker. Genau, wir wollten zur Quelle, sind dann aber doch irgendwo anders lang gegangen und haben an einer Wand, an der man möglichst nichts machen sollte, natürlich mit einer Kraftwelle einen Felsen gegengedonnert. Ein Holz. Ja, ein Holzdings. Na, so ein Block. Na, kein Block, halt so ein langes Holzteil. Warum fällt mir das Wort nicht ein? Das ist ja richtig seltsam. Ach, ich versuche wieder zu fliehen. Boah, und es geht nochmal. Nicht schlecht. Na, jedenfalls haben wir mit der Kraftwelle dann hervorgerufen, dass ein Steinschlag passiert und wir mussten vor einem Felsen fliehen, der dann in ein Loch, in einem Loch resultierte. Genau so war's. Und aus diesem Loch kam ein seltsames Grummeln, von dem man ausgehen kann, dass irgendwer diesen Riesenfelsen auf den Kopf gekriegt hat und jetzt verärgert ist. So richtig verärgert. So dermaßen verärgert, dass ich ihm keinen Besuch abstatten will. Und jetzt musste es ja passieren. Ihh, Klebgift. Gut, dafür, dass ihr mich angegriffen habt, gibt es jetzt wieder welche auf dem Kopf. Hoffentlich segnet ihr bald das Zeitliche. Oh gut, geht recht fix. So, dann jeder einmal auf ein Vieh drauf. So, die Spinne ist schon mal weg. Und jetzt nur noch diese hässliche Handpuppe. Geht doch. Perfekt. Ein bisschen heilen sollte ich mal wieder. So, Jisha, verpasse mir mal ein Gebet. Und dann. Ja, Ciel braucht auf jeden Fall noch eins. Nicht, dass dem Guten wieder was passiert. So, erstmal runter. Hier nochmal Frost einsetzen. Schön. Dich schieben wir hier rüber. Obwohl, brauche ich das jetzt noch? Ja, brauche ich, sonst komme ich nicht zu der Lore. Ah, nein. Skelette, lasst mich in Ruhe. Auch wenn ich wahrscheinlich lieber mal trainieren sollte bei dem, was mich erwartet. Hopsa. Und ab geht die Fahrt. Und eigentlich hätte ich das Ding auch gleich umstellen können, fällt mir auf. Habe ich es nicht umgestellt? Doch, ich habe es umgestellt. Hätte ich eigentlich gleich weiterfahren können. Hopsi! Und da ist der letzte Djinn. Okay, mach dich auf was gefasst, Quell. Obwohl, habe ich gerade der letzte Djinn gesagt? Der Djinn in dieser Höhle. Vorerst der. Ach. Ich vergesse einfach, was ich sagen wollte. Ich bin sowieso den ganzen Tag irgendwie total verpeilt und kriege keinen richtigen Satz zustande. Weiß auch nicht, was mit mir los ist. Auf jeden Fall ist es sehr verstörend, wenn man aufnehmen will. Finde ich zumindest. Sehr sogar. Ja. Regenschauer, auch wenn das eher mild klingt, im Gegensatz zu den anderen Attacken. Ragnarök. Ah, schön. Das erste Rattenteil schon weg. Wow, du bist ja richtig hart im Nehmen. Aber nicht mehr lange. Und da starb er auch schon. Okay, und jetzt kommen wir zu dir, Quelle. Herausforderung! Merkurjin erscheint und wir fangen auch gleich an, ihn mit Ostara zu bedrücken. Okay, Esse kann deine Sicht schon mal trüben. Erstmal kriegst du auf jeden Fall ganz viel Aua. Und Iron ein bisschen Energie. Los geht's! Ja, dein Taucher kann mir zwar einiges anhaben, aber gewinnen wirst du dadurch trotzdem nicht.
Sieh es lieber frühzeitig ein. So. Okay, jetzt erholen sich meine Guten. Und ich werde mich auch ein bisschen erholen. So. Iron, du kannst jetzt nochmal Esse losschicken. Widerstand fürs Team ist auch nicht schlecht. Und Yisha ist lieber vorsichtig und heilt dem armen Ciel. Quelle, diesmal bleibst du relativ verschont. Oh gut, Ciel hat's überlebt. Aber nächste Runde wird dann umso schmerzhafter. Das kann ich dir schon garantieren. So, der erste von Tatsu wieder da. Genau, das sind die ersten Schmerzen, die du bekommst. Dann noch Kirin. Zephyr wird mein Team nochmal verstärken. Und Yisha gönnt sich jetzt erstmal selbst ein bisschen Heilung. Ha, puh. Tja, da hast du Pech gehabt, Quelle. Nix mit fliehen. Und ich habe Level 15 erreicht. Supi. Also schön ins Team kommen. Tropfel, Tropfel, Tropfel. Schönes Ding, aber Iron solltest du nicht folgen. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Oh, aber du kannst nur Iron folgen, weil ich den... Ich muss erst den anderen Djinn, den ich vergessen habe, einsammeln. Okay, und dann kann ich jetzt zurückfahren. Und wir gehen nochmal dorthin, wo wir beim letzten Mal getürmt sind. Nämlich zu dem Loch. Hopsa. Und hopsa. Und rein da. Nein, ihr seid zu viert. Gegen euch will ich nicht kämpfen. Ich dachte gerade so, ja, du könntest ja jetzt mal wieder, weil gleich steht dir wieder ein großer Kampf bevor, aber nein, zu viel sind sie mir dann doch zu stark. Beziehungsweise dauert mir der Kampf zu lange. Und jetzt natürlich, wo ich trainieren wollen würde, gut, ich dachte schon, hier kommen keine Gegner mehr. Auch wieder nur zu viert. Was ist denn das? Ja, dann macht eben jeden einen platt. Ja. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Die Dinger halten besser durch als gedacht. Ach, mach einfach Sturmblitz. Ich kann die Viecher nicht mehr sehen. Und Yisha kann sowieso nicht angreifen, weil sie dich wieder heilen muss, Ciel. Ich muss echt mal was für deine Verteidigung tun. Ah, schön, da gehen sie alle drauf. Außer diese Spinne, die zeigt sich etwas stur. Und komme ich schon zur Giftheilung? Wäre interessant zu sehen, aber... Nein. Dann eben so. Dieser schönen, süßen Melodie. Ciel braucht wahrscheinlich... Ah, braucht keine Energie. Aber Yisha selbst, das kann ich dann übernehmen, damit nicht alle ihre Synergie zu sehr verschwenden. Die brauchen wir ja schließlich gleich nochmal. Schön, da seid ihr zu zweit, ihr Tintara-Verschnitte. Zweier Gegner greife ich gerne an. Die kriegen pro Runde immer zweimal schön welche auf den Kopf. Und sind dann in maximal drei Runden weg. Das ist dann nicht allzu nervig. Und? Sehr schön. Zwei Runden, so habe ich das gerne. Und jetzt sind wir wieder hier. Schluck.
Ah, hier geht's noch weiter. Oder nicht, oder doch? Okay, bevor ich da runterklettere, fülle ich erstmal alle auf. Und dann probiere ich mal einen Tipp von Martin aus, nämlich einfach mal die Djinns am Anfang des Kampfes schon kampfbereit zu machen, sodass ich sofort angreifen kann. Ich weiß nicht, ob das unbedingt im Endeffekt schneller sein wird, aber ich kann ja mal gleich schauen, ob ich damit besser zurechtkomme. Gut. Sicherheit speichern, weil ich so eine Pussy bin. Und dann klettern wir runter. Oh. Hier wird es ja tatsächlich nochmal schön. Das ist sehr seltsam. Hallo? Juhu. Ah. Da bist du ja. Du fettes, fettes Monstrum. Hydrostatue erscheint. Nein, ich mache nicht den Türmer. Ich greife dich gleich mit allem an, was ich habe. Und danach werde ich zu meiner alten Strategie zurückfahren, mein Team stark halten und, wenn ich dann kann, endlich angreifen. So, und wir sehen auch gleich mal eine neue Beschwörung. Aber erst ist Atalanta wieder dran. Dann ich mit Ostara. Und dann Yisha mit ihrer neuen Beschwörung. Soweit ich weiß. Oder nee, ich glaube, Ciel kam vorher. Nein, doch nicht. Boreas. Eine Schneemaschine. Oh, dafür, dass es eigentlich auch Wasser gegen Wasser ist, hat er eigentlich gut Schaden gemacht. Ich sehe aber, ich sollte unbedingt heilen. Ganz dringend. Okay. Jeder ist sich selbst der Nächste. Du kannst in der Zeit. Jupiter? Hä, hätte ich eigentlich eine stärkere Attacke machen können? Ach, verdammt. Nein! Verschwendung! Naja, was soll's. Das Beste draus machen. Mal gucken, vielleicht schläft das Vieh ein, wahrscheinlich nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Nein, 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 Iron! Oh Gott! Sie hat's auch wieder ganz schön erwischt. Das Vieh ist echt stark. Und die ersten Djinn kommen wieder. Schön. Kiesel, möchte ich dich einsetzen oder möchte ich lieber jemanden heilen? Ich heile lieber jemanden. Nämlich dich, Iron. Dann kannst du wieder angreifen. Will ich den Djinn einsetzen? Ich weiß es gar nicht. Schneidewind? Sieht interessant aus. Feuerstoß, Feuerschlag. Ach, Iron, was du nicht alles kannst, wenn du ein Wasser-Djinn dabei hast. Okay, dann riskiere ich einfach mal, dass ich mal eine Runde nicht angreife. So, du setzt aber deinen Djinn auf das Vieh ein. Und du? Oh nein, ich kann ihn gar nicht heilen. Also, Ciel mit meinem Djinn. Dann mache ich das lieber so. Ich könnte mich zwar auch auf Quarz verlassen und davon ausgehen, dass das Ciel oder wer auch immer zu Boden geht, wiederbelebt, aber Ciel tut immer, beziehungsweise Quarz tut mich immer gern im Stich lassen. Okay, die KP sind einigermaßen wieder da. Jetzt kannst du Statue ein paar Schmerzen bekommen. Jetzt traue ich mich nämlich wieder. So, Fieber.
sagt Brise, Widerstand erhöhen und Sprudel, Geysir, Sprudel, Geysir. Sprudel auf mich. So. Tundra. Okay, vom Schaden her ging das noch. Keine höchste Alarmstufe. Da, verbindet euch wieder mit mir. Gemeinsam sind wir stark. Okay. App-Barriere erzeugen, check. Team-Attacke durch Feuerwut heben, check. Angreifen? Aber hallo. Und Yisha, du bist erstmal wieder nur am Heilen. Schutzaura aktiviert. Und wow! Da geht er hin! Ciel hatte den finalen Schlag. Und Iron ist nun Level 15. Schönes Ding. Oh, eine Glücksmedaille. Wir haben es geschafft, Tatsu. Wir haben die letzte Wasserbestie besiegt. Ich frage mich, warum sich Altins Wächterstatuen in Monster verwandelt haben. Ist das nicht eigenartig? Ja, das ist eigenartig. Und was ist mit diesem merkwürdigen Raum am Grunde der Mine? Der ist viel zu schick für so eine hässliche Mine. Die Wächterstatuen wurden vor langer Zeit erschaffen. Wozu sind sie da? Wahrscheinlich, um irgendetwas zu bewachen? Hinter der Wächterstatue steht eine Schatzkiste. Das muss mit den Ruinen zu tun haben, die tief in der Mine vergraben sind. So muss es sein. Hey, Tatsu, wir sollten diese Truhe untersuchen, bevor wir gehen. Na klar, ich mach mir doch nicht den ganzen Aufwand und lass dann diese Kiste hier schmoren. Und wir bekommen den Schwebestein! Wuhu! Warum freue ich mich so? Der Schwebestein entfesselt nämlich eine Synergie, die ich gerne immer an Ciel abtrete. So. Obwohl, habe ich sie wirklich sonst an Ciel abgetreten? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Aber da auch gerade nicht so viele Krams in den Taschen hat, werde ich sie ihm, oder habe ich sie ihm gegeben. Und angelegt hat er sie auch. Okay, euch verbinde ich wieder. Beziehungsweise dich verbinde ich nicht. So. Und genau, die Synergie zeigen. So, jetzt haben wir nämlich Telekinese und ihr werdet euch sicherlich daran erinnern, dass irgendwo so ein Stein stand, wo ich meinte, dass wir damit noch nichts machen können. Und mit dieser Synergie können wir den dann später hochheben. Richtig praktisch. Wirklich richtig praktisch. Ich glaube, die Zeit läuft uns wieder davon. Die Aufnahme ist hiermit also beendet. Im nächsten Part laufe ich erstmal hier raus. Und dann werden wir auch das Eckchen Altin verlassen, weil jetzt haben wir hier wirklich nichts mehr zu tun. Und den Djinn, den wir vergessen haben, müssen wir auch noch holen, weil sonst kann Yisha ihren letzten Djinn nicht bekommen. Beziehungsweise ihren vierten Djinn. Ach, warum sag ich immer der letzte? Schlimm, schlimm, schlimm. Verpeilt, verpeilt, verpeilt. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's dann erstmal mit Golden Sun. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Liebe Grüße, eure Kyoko.